Leute, wie geht es euch? Wie man sehen kann, schaut euch das an. Ich bin am See, campen mit den Kindern, mit den Kleineren, David und Matej. Patrick und André, die sind noch nicht da, die kommen erst im Juli. Und dann gehen wir auch an irgendeinen See. Jetzt habe ich sowas gemacht für Matej, er will Fische fangen. Dann habe ich das für ihn gemacht. Wahnsinnig schöner See, warmes Wasser. Jetzt haben wir zu viel Essen mitgenommen. Weiß gar nicht, ob wir nicht gleich mehrere Tage bleiben, weil wir sind nur 4 Erwachsene, 3 Kinder, aber essen wie für 4 große Familien. Yeah. Stimmt, Mati? Yeah. Okay, da, jetzt kannst du fischen gehen. So, jetzt machen wir einmal Feuer. Das ist mir. Alexa, das sind unsere Freunde. Zelten aufgebaut, da hinten ist noch ein Zelt. So, ich habe alles fertig gemacht. Zelten aufgebaut. Feuer gemacht, den Speer für die Kinder und jetzt können die Frauen weitermachen. Ja, jetzt ist gerade dort, haben selber auch Dings, wie heißt das, Angel gemacht, ja, gebastelt. Und das ist mir sehr wichtig, dass die Kinder auch lernen, wie man Feuer macht, wie man mit Axt umgeht, wie man mit Messer umgeht. Hat das mit dem Messer, wissen Sie, weil ich bin ein Messerfanatiker. nicht nur wie man schlitzt, sondern wie man auch alles andere macht, weil ich trainiere auch sehr viel mit den Kindern, mit den Messern. Und das ist mir auch wichtig, auch wenn manche herumquatschen in den Kommentaren, warum bringst du das den Kindern bei? Es ist besser, dass die Kinder das beherrschen, aber nie ausnutzen oder nicht ausnutzen müssen, als dass die sich da anstellen und dann sich selber damit verletzen oder wie auch immer. Das ist mir sehr wichtig, deshalb trainiere ich auch Kampfkunst und Kampfsport mit den Kindern. Weil manche Kinder sind so ängstlich, aber das machen alles die Eltern. Die Eltern haben mehr Ängste als die Kinder und dann später gehen die Ängste, übertragen sich die Ängste auf die Kinder und das ist nicht gut. Die Kinder haben Angst, auf irgendeinen kleinen Baum hochzuklettern, weil die Eltern gleich schreien, oh, geh nicht so hoch, du fällst runter und so weiter. Das ist heutzutage ein Wahnsinn mit den Kindern. 90% der Kinder haben keine Ahnung von Natur und so weiter und das ist halt nicht mein Fall. Ich will denen was beibringen. Jetzt gehe ich wieder zurück. Man hört schon Musik. Dieses Pärchen, die mit uns mitgegangen sind, die spielen auch Gitarre, der eine spielt Harmonika. Und die sind wirklich, wirklich so nette Menschen, nette Freunde, auf die du dich verlassen kannst. Ja? Nicht so wie manche hier, so. Aber das gibt es überall, so eingebildete, arrogante, weil er glaubt, wenn er ein Auto um 100.000 hat, dann ist was Besseres. Und jetzt muss ich die Kamera auch so drehen. Und das mag ich überhaupt nicht, solche Menschen. Lieber einfache Menschen. Und auch wenn du im Leben was erreicht hast, dann benimm dich und rede mit der Putzfrau oder Bedienerin genauso wie mit irgendeiner Bankdirektor. Ja? Weil wir atmen alle gleiche Luft. So, ich bin erledigt von Holzhacken. Jetzt muss ich mich ein bisschen stärken. Das kennt sie sicher. Das ist sogar hier. Gibt es zum Kaufen zwar isotonisches Bier. Hier steht sogar Durstlöscher mit Vitamin B9 und B12, weil ich trinke ungern Alkohol, schon gar nicht, wenn es zu heiß ist und du musst noch Holz hacken, was sonst keiner will. Ich habe meine Frau gegeben, dass sie so dünne Äste hackt wie mein Finger und sagt sie, das geht nicht, ist zu schwer. Deshalb muss ich das alles machen, aber zu erstärken. Und die Frauen machen halt Essen. Es gibt sogar Bohnengulasch mit Fleisch und Pita, das ist so serbische Spezialität, so Teig mit Spinat und Käse. Würstchen haben die mitgenommen, sage ich ja, wie als wären wir eine Woche hier. Aber besser mehr wie weniger. Es ist auch wichtig, dass man aufpasst, wenn man was macht. Ja, wenn man mit Messer schlitzt oder so, dass man besser sitzt und nicht unterwegs macht, dann kann man stolpern und sich aufschlitzen oder reinstechen mit dem Messer oder wie auch immer. Da sollte man immer aufpassen mit Axt detto. Vor allem, dass man mit Axt so von der Seite, von diesem Winkel kommt und nicht versucht, ganze Zeit nur gerade zu hacken. Und sage, jetzt habe ich die Säge kaputt gemacht. Jetzt hoffentlich mache ich nicht noch auch die Axt kaputt. Puh, ist heiß.
So Leute, Schatz, da ist jetzt auch Fleisch drinnen. Bohnen, Paprika, alles was dazugehört. So, jetzt schau mal, wie die Kleine schwimmen kann. Leute, schaut euch am besten das an. Schau, zeig mal mir, wie klein, ja? Komm, komm. Okay. Torpedo, kleine Torpedo. Ah, sie will zum Ball. Ah, Wahnsinn. Und jetzt Alexa. Schaut, wie kleine Ratte Mia. Bravo, Mia. Wie eine kleine Ratte. Ah, Mia, komm. Bravo. Komm. Komm. Hopp. Solange die Frauen kochen, gehe ich jetzt ins Wasser. Habe ich jetzt Holz geschnitten, besser gehackt, weil die Holzsäge habe ich gleich nachher ein Stück kaputt gemacht. Der Freund freut sich. Ist egal. Und jetzt gehe ich ins Wasser. Es ist von Gefühl her so 26 Grad, 27, hätte ich nicht gedacht. So Leute, gerade aus dem Wasser rausgekommen. Es ist so angenehm und vor allem gibt es keine Leute. Nur da gibt es irgendwelche zwei Typen. Und wir. Am besten ist immer unter der Woche. Am Weekend mag ich überhaupt nicht und schon gar nicht Juli, August. Normalerweise Juli, August gehen wir nie irgendwo hin, weil wir nicht irgendwie abhängig sind von diesen zwei Monaten. Ja? Wir können in Urlaub gehen, wann auch immer wir wollen. Ne? Weil wir schon seit sechs Jahren leben wir so frei und unabhängig, seit 6 Jahren kein Wecker gehört, sodass ich in die Arbeit aufstehen muss. Aber arbeiten muss ich trotzdem, aber für mich, ne? Von alleine kommt gar nichts, wenn da manche denken, ja, du hast gut zu reden. Ja, jetzt schon, aber das ist schon 6 Jahre her. Ja, ich habe die 6 Jahre noch was gemacht, auch mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinem Sohn und so weiter. Die Kinder haben Spaß. So, alle sind jetzt im Wasser. Ich bin hier geblieben, weil ich auf Suppe, auf Gulasch aufpassen muss. Bohnen sind noch nicht drinnen. Da ist nur Fleisch drinnen, Gemüse und so weiter. Aber Bohnen sind auch schon vorgekocht. Das geben sie dann später rein. Muss ich sagen, ist wirklich schön, vor allem, dass nicht viel los ist. Ne? Und Wasser ist so angenehm warm. Richtiges Abkühlung bei 39 Grad, glaube ich, heute oder 40 sowas. Morgen soll noch heißer werden. Aber am besten ist das da hier. Schaut euch das an. Schaut euch die Mia an. Langsam wird es voll hier. Dings, Bohnen haben wir schon aufgegessen. Jetzt habe ich so ein Stück Holz da reingeschmissen. Und wenn das fertig ist, nur das heiße Dings bleibt, wie heißt das? Glut. Glut, ja genau, dann gebe ich Kartoffeln rein. Habe ich aber Kartoffeln in der Mitte aufgeschnitten und in der Mitte Speck reingegeben, ja. Und dann zugemacht und in Alufolie verpackt. Und das wollen die Kinder später da reingeben, ja. Aber ich war viel zu lange in der Sonne. Sieht man das? Mir ist auch irgendwie so komisch. So am besten. Hier ist eine Hündin. Ich glaube, das ist irgend so ein Jagdhund. Wahnsinn, wie rot ich bin. Und die Mia streitet immer mit ihr. Ich habe schon alles Mögliche gegeben. Mia, komm her. Ich habe schon alles Mögliche gegeben. Und ja, da kannst du sehen, da habe ich schon die Kartoffeln verpackt. Mit dem Speck zusammen. Und diese Musik dahinter, das ist, wenn da so Jugendliche kommen und hören so 40 Jahre alte Musik. Die Jugendmusik ist ein Wahnsinn, aber ja, hoffentlich sind sie nicht am Abend da, weil wir schlafen hier. So, jetzt habe ich sie vorher noch ein bisschen gehärtet für Maciej, weil er hat gesagt, er will morgen Fische, große Fische jagen, aber ja, da bin ich neugierig. Aber Hauptsache, er will, ja, jetzt spielen sie da Waterpolo. Im Wasser, wahnsinnig warmes Wasser. Das ist ein Wahnsinn. Ist nicht einmal richtige Abkühlung, wenn du ins Wasser gehst. Ich glaube, es ist mittlerweile schon 8 oder 8:30. Kartoffeln habe ich schon gemacht. Und wie ich gesagt habe, da ist Speck drinnen. Die sind wirklich so gut. Diese Musik im Hintergrund, ja. Das sind so Jugendlichen. Hier sind überall so jüngeren Leute auch da hinten. Kann man sehen. Hier, siehst du, diese super Musik dazu. Aber ist egal. Da kannst du sehen. Und das kriegt dann so Geschmack nach Speck, ja, falls du fragst, was ich da trinke. Aronia-Wein, da ist ganz, ganz wenig Alkohol und ist eigentlich auch gesund. Jetzt am Abend ist auch angenehm, aber da kommen wieder die Mücken, ne? Aber ist egal, einfach nur diesen
einen Tag bzw. eine Nacht genießen und ich melde mich dann wieder morgen. Ciao, ciao. Hallo Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mich gestern nicht gemeldet, war ein bisschen im Stress. Und heute haben wir uns gedacht, dass wir wieder irgendeinen kleinen Ausflug machen. Ja, wir gehen zu irgendeiner Quelle. Das ist sowas wie so eine kleine Therme, aber sehr gut für Bewegungsapparat, für die Knochen und so weiter. Ja. Und viele manche von euch kennen das, die schon seit Jahrzehnten lang trainieren, ja, und schon auch ein bisschen härter, dass so ein bisschen entweder die Ellenbogen oder Schulter oder Knie oder was auch immer wehtut. Ja. Und ich mache das so, dass ich in eine Therme gehe, immer 10 Tage hier in der Nähe, so ungefähr 30, 40 Kilometer. Heute gehen wir zu einer anderen, aber ist auch gut für die Knochen. Deshalb zählt das so quasi dazu. Und so hilft mir das irgendwie, dass ich durch diesen Training ganzen, auch wenn mir die Leute hier zum privaten Training kommen, wir trainieren 3 Stunden am Tag und das will ich, dass ich das durchhalte ohne irgendwelche Schmerzmittel oder sonst irgendetwas. Und das hilft mir schon seit Jahren und das kann ich wirklich auch weiter empfehlen. Solche Quellen, die sind so stark, dass du nur 20 Minuten drinnen bleiben darfst, aber sehr gut für die Knochen und so weiter. Das heißt, los geht's. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Ja, angekommen, Schatz, ich habe Libelle auf den Kopf. Hier sollte diese Quelle sein, was sehr gut für die Knochen ist. Ja? Das ist in vielen Thermen hier so, dass es nicht so irgendwie luxuriös aussieht oder wie auch immer, aber Hauptsache das Wasser ist stark und hilft. So Leute, Wasser ist nicht ganz stark, wie ich gesagt habe, ganz so warm eigentlich, so um die 25 Grad, 26. Aber wenn du dann länger drinnen bist, dann ist es warm. Vor allem wenn es dir hilft, dann ist es egal. Nach ungefähr einer halben Stunde bin ich wieder rausgegangen, weil länger darfst du auch hier nicht bleiben. Da gibt es einige so Quellen, wo du nicht länger bleiben darfst, weil es ziemlich zu stark. Da ist mein Baby. Ah, ganz schönes, schickes Lokal, schaut euch das an. Das hätte ich gar nicht erwartet hier eigentlich, so ein schickes Lokal neben dem Wasser. Und vor allem, wir sind auch deshalb wieder rausgegangen, weil einfach viel angenehmer ist auszuhalten, irgendwo in der Natur, neben dem Wasser, wie irgendwo im Zentrum herumspazieren oder keine Ahnung, weil das geht ja gar nicht. Ja. Und jetzt bleiben wir noch ein bisschen und dann gehen wir in einen anderen Restaurant noch unterwegs, was gemütlich essen, man sieht sich. Jetzt nach dem Baden, selbstverständlich sind wir hungrig, ja, haben wir eine Familie. Pizza bestellt. Die schaut wirklich sehr gut aus für seinen Salat. Und er hat gesagt, das ist die beste Pizza in Ungebung. Ja? Bis jetzt hat keiner die Pizza in Costa Rica übertreffen können. Ja. Stimmt? Das war bis jetzt die beste Pizza. Schauen wir mal. Gemeine Chance. So, fertig gegessen. Wir gehen schon langsam wieder nach Hause. Ungefähr 40, 50 Kilometer. War wirklich ein schöner Tag. Vor allem, ich ziehe das jetzt durch. So mindestens 10 bis 15 Tage, Anna hat sogar gesagt, eine Frau hat empfohlen, sogar 20 Tage, sollte man, wenn man Schwierigkeiten hat mit Gelenken oder so, dann sollte man öfters in so eine Therme gehen oder so eine Quelle baden oder wie auch immer. Ja. Pizza war auch sehr gut und ja, ich finde das so geil, dass wir einfach so spontan auf Sachen entscheiden und müssen wir nicht warten, bis mir jemand erlaubt oder bis ich frei habe oder sonst irgendetwas und die Kinder finden es auch toll. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen sonnigen Tag. Like Video, gerne ein Abo da und man sieht sich in dem nächsten Video. Ciao, ciao Leute.